Fitness mit Marc, Folge 152. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er trug Windeln bis zum Alter von 24 Monaten. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich Verstärkung an Bord. Ich bin nicht alleine im Studio, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast hier. Er ist Physiotherapeut und Osteopath am Olympiastützpunkt Niedersachsen. Das heißt, er hilft Profisportlern dabei, ihr volles Leistungspotenzial im internationalen Wettbewerb zu entfalten. Und auch wenn sie vielleicht mal gesundheitlich ein Thema haben, sie dann wieder auf die Bahn zu bringen und ihr Bestes geben zu können. Dabei ist er präsent bei internationalen Wettkämpfen wie EM- und WM-Wettkämpfen, aber auch natürlich deutschen Meisterschaften, kommt selbst aus dem Profisport, war lange Zeit Leistungsruderer und hat auch einige Medaillen gewonnen. Heute betreut er das deutsche Judo-Nationalteam. So Namen wie Dimitri Peters oder Igor Wandke sind sicherlich einigen von uns bekannt. Und er betreut auch die Tennis-Nachwuchsprofis. Er ist Mentalcoach und hilft den Athleten dabei, mit Rückschlägen umzugehen und ihre Gedanken auf Erfolg zu programmieren. Liebst du Bücher? Und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, FMM wie Fitness mit Marc und dann Buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten 6 Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Herzlich willkommen heute hier im Studio, Steffen Grasalwieski. Moin Steffen, schön, dass du hier bist. Hallo Marc, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast. Große Ehre für mich und ja, einen schönen Gruß raus an deine Community. Steffen, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Steffen Grasalwieski, lebe also zurzeit in Hannover, wo ich dann auch arbeite am Olympiastützpunkt und in einer kleinen Praxis. Und was mache ich? Ich würde sagen, ich repariere Menschen. Das klingt nach einem tollen Job. Steffen, du bist ja selbst auch ehemaliger Leistungssportler. Bevor wir jetzt gleich über Physiotherapie und diese Reparaturarbeit sprechen, was bedeutet für dich eigentlich Fitness? Was bedeutet für dich Sport? Wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du heute machst? Als Jugendlicher bin ich gestartet mit der Ruderei und das hat mich dann irgendwann gepackt, dieses Flow-Erlebnis im Boot in die Auslage zu gehen, schnell zu fassen, das Boot durchlaufen zu lassen, das Plätschern des Wassers zu hören am Bootsrand, den eigenen Atem spüren, die Leistungsfähigkeit austesten im internationalen Vergleich, das Brennen der Muskeln. Das war halt irgendwann, ja, das war richtiges Suchtpotenzial.
Naja, jetzt bin ich halt ein bisschen älter geworden und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass das, was ich damals selber gemacht habe und was ich selber erfahren habe, dass ich jetzt mit meinem Wissen aus der Physiotherapie, Osteopathie und natürlich aus dem Bereich des Coachings, dass ich damit jetzt den aktuellen Kaderathleten helfe, sie unterstütze und einfach darin förder, ja tatsächlich die Bestleistung dann abrufen zu können. Was brachte dich damals selbst zum Leistungssport? Ich meine, Leistungssportler werden wollen ja viele, wenige schaffen es nur. Wie kam das bei dir? Kam wirklich so, ich dachte, Rudern, ja, könntest du es mal ausprobieren. Wäre eine ganz coole Geschichte. Und ja, Rudern hat mich dann gepackt. Und dann war es einfach mein Sport. Wie es für andere Basketball ist, war für mich Rudern halt auf in der Natur sein, auf dem Wasser sein, das Boot über einen See oder über den Fluss peitschen. Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich dafür auch so ein bisschen Talent habe, weil Rudern ist, auch wenn es nicht so aussieht, eine technisch sehr anspruchsvolle Sportart. Und dann hat es mich gepackt und dann war ich halt gar nicht mal so schlecht. Also wann warst du Profi? Dann müssen wir jetzt zurückrechnen. Das war so von 16 bis 20 habe ich das richtig profimäßig gemacht. Dann habe ich die Verletzung gehabt mit meinen Knien und dann musste ich leider die Karriere beenden und ja, alle, mit denen ich zusammengerudert bin, die sind halt alle Weltmeister, Olympiasieger geworden und ja. Und das war in den 90ern dann? In den 90ern, ja. Okay. Ja, genau. Ja. So, jetzt unterstützt du Menschen dabei, dran zu bleiben, sozusagen, am Leistungssport. Was fasziniert dich daran? Vielleicht auch, was ist anders an der Arbeit mit Leistungssportlern als an der Arbeit mit Hobbysportlern? Beim Leistungssportler haben wir ein Umfeld von Profis und der Körper ist ja schon in einem sehr extrem gut trainierten Zustand. Der ambitionierte Breitensportler hat diese Fähigkeit nicht. Also wenn wir dann ganz klar schauen, pro Kilogramm Körpergewicht, wie viel Kraft kann er entwickeln? Das ist da nicht. Und es ist halt bei den Profis ein ganz klar ausgerichtetes Ziel und eine klare Zieldefinition. Und innerhalb eines Teams, dass ich mich da einbringen kann, darf, das ist halt eine ganz tolle Geschichte. Und wir haben gemeinsam ein Ziel, was wir verfolgen, um dann die Medaille zu holen. Du bist Teil dieses Teams, das stelle ich mir auch wahnsinnig toll vor. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wir hatten im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, es ist ja schon eine andere Anforderung im Leistungssport. Es geht um Leistung, die steht ganz, ganz weit oben und alles andere steht weiter unten. Ich glaube, die Prioritäten sind im Hobbybereich doch anders gegliedert. Also ganz klar, Profisport hat nichts mit Gesundheitssport und Fitness zu tun. Da gibt es einen ganz klaren Cut. Das kannst du so nicht eins zu eins wiedergeben. Wenn es darum geht, du stehst kurz vor einer Europameisterschaft, vor einer deutschen Meisterschaft oder Weltmeisterschaft und du bist verletzt, dann kannst du nicht sagen, wie im Breitensportler, okay Mensch, ich nehme jetzt dich 6 Wochen raus, mach eine ordentliche Regeneration. Da gilt es darum, den Sportler so schnell wie möglich fit zu machen, dass er kämpfen kann, dass er seine beste Performance an dem Tag abliefern kann und danach kommt dann halt eine Rekonvaleszenzzeit, wo dann halt was normal heißt das? Rekonvaleszenz heißt das, was bei Breitensportler sagt, der verletzt sich und dann wirst du rausgenommen, du kannst halt nicht einfach weitermachen, weil es einfach unsinnig ist, du verdienst damit kein Geld, du hast da keine Sponsoren hinter oder sowas, sondern du musst als Kraftfahrzeugmechaniker, du musst als Einzelhandelskaufmann, als Kaufmann verdienst du dein Geld. Das heißt, da musst du dich rausnehmen, musst du dich zurücknehmen, musst dann quasi wieder deinen Heilungsprozess machen und im Profisport machen wir Sachen, die so halblegal sind. Ja, okay. Zum Beispiel? Ja, es wird halt dann schon gesagt, okay, was können wir tun, damit du am Tag X tatsächlich dann deine Leistung abrufen kannst. Das heißt, da wird dann halt geschaut, was gut und teuer ist und was dann halt nicht offiziell über die Schreibtische läuft. Okay,
Das heißt also, kannst du es konkretisieren? Ich gehe einfach mal jetzt aus meinem Bereich raus in den Fußballsport. Dann werden halt solche Sachen gemacht, wie dass das Kälberblut gespritzt wird, wenn Muskelverletzungen sind. Mhm. Kälberblut hat die Konsistenz, dass es halt sehr schnell Muskelfasern verklebt. Das heißt nicht, dass der Muskel selber schon heil ist. Mhm. Und du spritzt halt Kälberblut da rein und dann verklebt es die Muskelfasern, du hast nicht die maximale Kraft. Und du kannst trotzdem dann deinen Sport machen. Und beispielsweise, was weiß ich, dann kann halt Lothar Matthäus dann halt nicht so schnell den Cut machen auf dem Spielfeld. Dann geht's halt nur nach rechts, wenn er sich links verletzt hat, und linksrum geht's halt dann nicht so. Das heißt, dann muss er da auch so ein bisschen Rücksicht nehmen. Solche Sachen halt. Also jetzt nichts Illegales, was jetzt in den Bereich Doping fällt. Da sind die Kontrollen der NADA viel zu intensiv und sowas wird natürlich auch nicht gemacht und auch nicht gewollt. Okay. Also eher so Dinge, die man jetzt im privaten Bereich nicht machen würde, weil sie auch einfach keinen Sinn machen. Genau. Ja. Okay. Steffen, du bist Physiotherapeut und du bist Osteopath. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen? Der Osteopath ist eigentlich Kunst, Philosophie und Wissenschaft. Das heißt, die wissenschaftlichen Zusammenhänge, wie funktioniert der Körper, wie sind die Strukturen, was hat beispielsweise die Niere mit dem Knie zu tun, was hat eine verringerte Außenrotationsfähigkeit der linken Schulter mit dem Magen, mit dem Gaster zu tun, oder warum kann eine Ballerina nicht optimalerweise links und rechts gleichmäßig in den Spagat reingehen, was hat das mit dem Dickdarm zu tun? Solche Sachen zu erkennen und zu verstehen, ist halt die Wissenschaft der Osteopathie. Also ein sehr, sehr großes, tiefes Verständnis vom Körper, wie er funktioniert. Dazu hat dann Andrew Taylor Still, das ist der Begründer der Osteopathie, eine Philosophie entwickelt. Wenn ein Osteopath also dich anfasst, seine Hände auf deinen Körper legt, dann fühlt er halt auch sehr, sehr viel und kriegt einen ganz tiefen Eindruck. Also auch Sachen, die du vielleicht schon längst vergessen hast, fühlt ein Osteopath. Ich kann dir da gleich gerne ein Beispiel geben, wenn du magst. Und diese Philosophie mit der Wissenschaft übereinzubringen, das ist dann die Kunst. Und dann halt ist es die Kunst, das Ganze so schnell wie möglich machen. Das heißt, du willst als Osteopath die erste Fehlfunktion im Körper herausfinden, weil wenn du die gelöst hast, dann fällt alles andere zusammen wie ein Dominofeld. Und dann funktioniert der Körper auf einmal wieder. Und dann können auch Dysbalancen auskorrigiert werden. Und dann sind halt andere Strukturen, können dann auch wieder tatsächlich heilen. Irgendwo gibt es ein schwächstes Glied in der Kette oder einen Flaschenhals sozusagen. Und wenn ich den auflöse, dann funktioniert die ganze Maschine wieder. Genau. Ja. Und die Physiotherapie ist halt viel Massagen, viel Übungen, viel Dehnen. Das ist halt dann solche Sachen. Und natürlich gibt es in der Bereich der Physiotherapie die Manualtherapie, wo Gelenke halt auch gegeneinander verschoben werden. Nur beispielsweise das Einrenken ist auch einem Physiotherapeuten so nicht gestattet, was halt der Chiropraktor oder ein Osteopath macht. Du hattest eben schon ein Beispiel angedeutet. Was wären so Beispiele? Ja, ich denke da an eine Patientin. Wichtig ist halt immer die grundsätzliche Anamnese. Und Anamnese heißt ein Befund, wo ist das Problem? Und die Dame kam zu mir und konnte den linken Arm nicht heben. Und ich habe den Arm angefasst und das irgendwas funktioniert hier nicht. Und was jetzt deine Community noch wissen darf, ist, wenn ich eine Befundung mache, dann frage ich auch immer Operationen nach Vorerkrankungen und frage natürlich auch Sachen ab wie Metastasen im Körper und so weiter und so weiter. Und sie hatte dann also irgendwie, die Schulter fühlte sich komisch an. Und was halt eigentlich bei mir nie passiert, ist halt, dass nach einer Behandlung keine Verbesserung erzielt wird. Und sie hat ja mir definitiv versichert, sie hat keine OPs gehabt. Und dann kam sie zur zweiten Behandlung und ich fragte sie halt, Mensch, und wie ist es gewesen nach der Behandlung? Und sie sagte, nur hat sich nichts verändert. Und dann habe ich wieder diese Schulter in die Hand genommen und sagte, nee, sorry, da darf ich jetzt nochmal gar nicht, bitte an ihren Bauch. Und sagte, ja,
okay, warum? Und dann zieht sie halt ihr Top hoch und dann sehe ich schon die Narbe und ich sage, was haben Sie denn da bitte für eine Narbe? Und dann dachte sie, ah, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich habe da einen kindskopfgroßen Tumor gehabt. Und diese Narbe hat dann solche Verwachsungen und Verklebungen gemacht im Körper, dass die linke Schulter nicht funktioniert hat. Und ich habe dann an der Narbe gearbeitet und dann ging auch die Schulter wieder. Also hätte ich jetzt nur als Physiotherapeut geschaut, hätte ich diese Schulter nicht hinbekommen. Wahnsinn. Ja. Gibt es da eine wissenschaftliche Begründung, irgendwie über Faszien oder... Kann man das begründen oder ist es eher, ja? Ja, absolut. Das ist alles wissenschaftlich nachvollziehbar, wie das jetzt aufgebaut ist, wie dann der Narbenverlauf war bei der Patientin, kann ich jetzt nicht so genau was sagen, aber der Magen hängt beispielsweise am sogenannten Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist der Abschluss vom oberen Thorax. Darüber sind hier nur noch die Lungen, Bronchien, Herz, dann die Arterie, die Vene und Nerv. Was durch das Zwerchfell geht. Und wenn dann halt der Magen beispielsweise verklebt unterm Zwerchfell, dann kann es halt schon Irritation geben, dass die Schulter nicht vernünftig funktioniert. Ich glaube, eine Frage, die sich viele Zuhörer auch stellen, ist, wenn jetzt mal ein Problem da ist, wie vielleicht das von dir geschilderte, oder typisch im Ausdauersport, im Laufen hat man eher die Kniethemen, vielleicht auch Hüftthematiken oder mit der Achillessehne, im Kraftsport dann vielleicht auch Sehnenscheidenentzündung. Also das, was generell empfohlen wird, ist ja erstmal zum Arzt zu gehen und sich dann überweisen zu lassen. Oder wäre es auch sinnvoll, vielleicht direkt zum Osteopathen zu gehen? Was würdest du jetzt sagen? Gibt es da irgendwie eine Empfehlung generell, die du aussprechen könntest für jemanden, der ein oder andere, der zuhört, hat vielleicht gerade irgendwie ein Thema, wo er überlegt, was so der beste erste Schritt ist? Was würdest du da sagen? Der erstbeste Schritt ist natürlich immer zum Arzt zu gehen. Beim Allgemeinmediziner bekommen wir in Deutschland ja noch recht schnell einen Termin. Wenn es darum geht, tatsächlich bei einem guten Orthopäden, Sportmediziner einen Termin zu bekommen, ist die Wartezeit ja schon relativ lang. Das heißt, trotzdem zuerst zum Arzt gehen und die meisten Osteopathen haben halt einen direkten Zugang, weil sie noch eine Heilpraktikerprüfung haben. Und da kann man dann auch direkt hingehen. Ich habe im Vorweg auch mal in der Community gefragt, welche Fragen habt ihr so an dich, Steffen, an einen versierten Osteopathen, Physiotherapeuten. Da kam auch eine Frage, die jetzt ganz gut passt, und zwar von Susi, die fragt, wie finde ich denn eigentlich einen guten Osteopathen? Oder könnte man auch noch erweitern, einen guten Physiotherapeuten? Was macht einen guten Osteopathen oder Physiotherapeuten aus? Deiner Meinung nach, Steffen? Boah, das ist eine gewaltige Frage, mein Lieber. Vielen Dank. Da muss ich ja gerade selber schlucken. Wow. Also beim Physiotherapeuten für deine Community, denke ich, ist es ganz wichtig, dass der Physiotherapeut eine manualtherapeutisch abgeschlossene Ausbildung hat. Schön wäre dann noch eine orthopädisch-manualtherapeutische Ausbildung. Sowas ist im Leistungsspektrum jeder Praxis abzufragen und das kann man dann dementsprechend finden. Bei den Osteopathen gibt es halt Unterschiede und beispielsweise als Osteopath dürfte ich auch Kinder behandeln und Kinder sind überhaupt gar nicht mein Steckenpferd. Mein Steckenpferd sind halt chronische oder chirurgisch-orthopädische Erkrankungen bei Erwachsenen. Und wenn ihr einen Osteopathen sucht, dann fragt einfach nach, habt ihr Osteopathen da draußen, habt ihr Erfahrung mit Läuferknien, mit Sprunggelenksverletzungen, mit Schulterarmsyndrom, mit Wirbelsäulenschmerzen, mit Rückenschmerzen. Und wenn dann ein Ja kommt, dann könnt ihr auch da hingehen, klar. Also am besten ja direkt bei der ersten Kontaktaufnahme nachfragen, ob die Erfahrung da ist oder wie die Spezialisierung ist, wenn das auf der Website nicht angegeben ist. Absolut. Und das ist halt ein Problem bei Physiotherapeuten. Der Verdienst beim Physiotherapeuten ist ja nicht so hoch. Und da versucht jeder Physiotherapeut möglichst alles abzugrasen.
Und dann kann der Physiotherapeut neurologische Erkrankungen, das heißt also Schlaganfälle, Querschnittslähmungen, man macht dann auch Kinder und dann kann er auch noch perfekt chirurgisch-orthopädische Sachen. Da weiß jeder selber. Ne? Dann geht er halt zum Allgemeinmediziner. Nur wenn er wirklich was hat, gucke ich, zu welchem Kniespezi gehe ich, oder der Klassiker wäre jetzt das Beispiel des Herzchirurgen. Da muss ich halt einfach schauen, darf ich nachfragen und darf ich mich auch als mündiger Bürger darum kümmern. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm. Also jeder beispielsweise, der mich früher, als ich noch die Praxis hatte, angerufen habe, ich habe auch bewusst Menschen weggeschickt. Einfach weil es von meiner Moral, von meiner Ethik her, das passte einfach nicht, wenn jemand da kam mit einer neurologischen Erkrankung. Das will ich gar nicht behandeln. Das ist gar nicht mein Steckenpferd. Da geht mir gar nicht das Herz auf. Weil warum soll ich das dann tun? Lass uns mal direkt bei den Fragen bleiben. Es sind viele spannende Fragen gekommen und ich schlage vor, wir gehen die vielleicht mal eine nach der anderen durch. Zum Beispiel fragt Franz, wie wichtig ist regelmäßiges Dehnen für den Trainingserfolg? Eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, wo es sicher mehr als eine Meinung zugibt da draußen. Was ist deine Meinung zum Thema Dehnen? Vielleicht auch einerseits ganz generell, dann gibt es natürlich auch spezifisches Dehnen. Und wann und wie häufig sollte man das machen? Ist sportartspezifisch und Dehnen ist Pflicht. Punkt. Ohne Dehnen kannst du deinen Körper nicht elastisch halten. Das ist im einen extrem bei Leichtathleten, die sich ein bisschen warm machen und dann dehnen sie sich, bevor sie dann in die harten Intervalle gehen. Und danach sind die quasi nochmal eine Dreiviertelstunde auf dem Boden und dehnen sich mit Black Roll, mit sonstigen Sachen. Wo du dir denkst, naja gut, die machen im Fitnessstudio dann die Fläche eng. Und in anderen Sportbereichen, da wird sich auch ganz klar gedehnt. Und du kommst nicht ohne Dehnung aus. Also Pflicht, Punkt. Steffen, speziell beim Krafttraining. Wann macht da Dehnen Sinn? Vorm Training, nach dem Training oder unabhängig vom Training? Was würdest du da empfehlen? Beim Krafttraining eher nach der Belastung und in Abhängigkeit von der Intensität des Trainings wirklich halt ganz sensibel mit den Muskelfasern umgehen. Kannst du es konkretisieren noch? Was heißt sensibel? Wenn du richtig hart trainiert hast, dann ist der Muskel müde. Und ein müder Muskel hat nicht mehr die Energie, den Dehnungsreiz einem Widerstand zu geben. Und da darf es dann halt schon, ich würde sagen, ein liebevolles Dehnen sein. Und mach es bitte vorsichtig. Hör in deinen Körper rein, schau, was geht und wie das Feedback deines Körpers ist. Also so bis zum leichten Dehnschmerz und dann nicht weiter. Gibt's so ja vielleicht eine Handvoll Dehnübungen, die du empfehlen würdest, weil ich denke, man könnte mit dem Thema Dehnen auch locker noch eine zweite Trainingseinheit füllen und vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde verbringen. Die wenigsten haben wahrscheinlich diese Zeit. Was wäre sozusagen die 80-20-Lösung? So ein klassisches Dehnprogramm. Was würdest du da empfehlen? Kombinationsdehnübungen. Klar, was die meisten brauchen hier in Deutschland, ist auf jeden Fall eine Dehnung des Haupthüftbeugers und des Quadrizepses und der Bauchmuskulatur. Solche Sachen sind schon mal ganz wichtig und viele Menschen in Deutschland haben eingeschränkte Sprunggelenksbeweglichkeit. Welche Dehnungsübungen sind wichtig? Fersensitz, das heißt also, ihr kniet euch hin und dann bringt ihr euren Popo auf die Fersen. Und dann ist es halt sinnvoll, wenn das noch nicht dehnt, also zwischen Po und Fersen darf dann kein Abstand mehr sein. Und wer das schon schafft, der darf dann auch die Arme hinter sich bringen, an seinen Rücken. Und dann kann er sich halt nach hinten hin weiter überdehnen. Da habt ihr dann auf jeden Fall schon Quadrizeps mit drin und den Haupthüftbeuger mit drin. Und ansonsten wäre dann der Kniestand, also ihr kniet euch hin, kommt hoch mit dem Oberkörper und dann legt ihr die Hände hinten auf den Popo, richtet euch auf, Brust raus, Schultern zurück und dann geht ihr in eine Überstreckung, dass dann da der Hüftbeuger gedehnt wird. Das sind so zwei Dehnungsübungen, die sind schon sehr schön. Ja, da
merken die meisten dann auf einmal auch, wenn sie sonst im Stehen gedehnt haben, wie viel Ausweichbewegungen sie gemacht haben. Mhm. Dazu passt ganz gut die Frage von Florian. Der fragt, wie kann eine Achillessehnenentzündung entstehen? Angenommen, man würde jetzt nicht laufen gehen, sondern nur einmal pro Woche Bodyweight-Kniebeugen machen. Was hilft dagegen? Spannende Frage. Ich glaube, eine Achillessehnenentzündung ist auch bei Läufern nicht ungewöhnlich. In seinem Fall jetzt vielleicht doch eher eine ungewöhnliche Frage. Kannst du da generell was zu sagen? Die Achillessehnenentzündungen kommen über verschiedene Fehlfunktionen des Körpers zustande. Wichtig ist es auf jeden Fall immer wieder, die Faszienrolle zu benutzen im Gastrocnemius, im Wadenmuskel, da ganz viel zu machen. Tatsächlich dehnen auf einer Treppe, das heißt, der Vorfuß steht auf einer Treppenstufe und dass du dann die Ferse deutlich weiter nach unten bringst, um die Achillessehne zu dehnen. Frage ist halt dann, um da eine konkrete Lösung zu bieten, warum ist die Achillessehnenentzündung entstanden? Was war die Fehlfunktion? Wenn er Läufer ist, funktioniert der Fuß vernünftig? Ist die Hüfte in Ordnung? Wo sind Verkürzungen? Wie kommt da auf? Hat er die Laufsteigerungen, die Kilometerzahlen oder die Zeitintervalle vernünftig aufgebaut oder ist er von 8 Kilometer jetzt auf 30 Kilometer in der Woche gekommen, dann ist es eine Überlastungssituation. Und was halt auch immer wieder spannend ist, ist halt die Frage, wo ist es links oder rechts? Und mentale Sachen, die auch immer wieder reinspielen, gerade auch bei den Profis, ist es sehr, sehr witzig, da mit den Profis dann in Kommunikation zu kommen. Beispielsweise, wenn jemand dann links umknickt, ist halt so ein privates Problem. Und ich dann einfach so frage, na, Schluss gemacht mit der Freundin? Also, ja, woher weißt du das? Also, ja, könnte. Hatte so eine Eingebung gehabt. Also, das ist einerseits witzig, wir lachen darüber. Ja. Und ich denke, es ist auch schön für die Community, das Ganze zu hören. Ja. Mentale Sachen, energetische Sachen schlagen sich auch im Körper nieder und dürfen berücksichtigt werden und werden dann Heilung erfahren, um das Thema jetzt einmal rund zu machen mit der Achillessehne. Halt dann in energetischen Prozessen. Das heißt, also eine Coaching-Sitzung, was ist das Problem? Und da wäre halt, rechts ist halt der berufliche Bereich und links ist der private Bereich. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er auch angespannt ist. Typische Situation, ne, wenn du im Straßenverkehr bist, irgendwer nimmt dir die Vorfahrt oder so, man kriegt einen Schreck. Auf einmal ist man angespannt, auch muskulär. Das ist ja ganz klar eine mentale Situation, die sich sofort auf den Körper auswirkt. Häufig bekommen wir das gar nicht bewusst mit. Und es ist dann auch irgendwie klar, dass die Lösung für so eine Ursache auf einer anderen Ebene liegt. Nicht unbedingt auf der Ebene, die man vielleicht durch Dehnen, was sich ja immer gut ist, nach dem, was wir eben besprochen haben, sondern eben auch mit der Beschäftigung mit solchen Themen dann zu lösen ist. Und da ist halt sehr spannend zu hören, was wir schon von Michael Schumacher lernen konnten, den ich halt sehr verehre. In sämtlichen brenzligen Verkehrssituationen ausatmen, Schultern fallen lassen und dann halt das Herz groß machen und mal reinschauen, warum niemand da vorgezogen ist. Und dann kann man sich meistens schon erklären, was da passiert ist. Florian hat ja nochmal konkret gefragt, wenn man jetzt nicht laufen geht, gibt's da noch, gut, jetzt hatten wir das mentale Thema, gibt's noch andere mögliche Ursachen durchs Krafttraining mit Achillessehne? Wäre dann halt die Überlastungssituation und dann braucht die Sehne erstmal eine gewisse Zeit lang Ruhe und wenn sowas dann passiert, ist immer eine Dysbalance im Körper. Definitiv. Und wenn du die Dysbalance nicht findest und nicht wegmachst, wird es ganz, ganz schwierig und dann dauern Achillessehnenbeschwerden dreiviertel Jahr, dann wird es halt richtig langwierig und da braucht jeder da draußen definitiv einen Profi, der ihm dann hilft und ihm dann zeigt, wie es geht und dann geht's auch schnell. Ja, ich kann da nur aus eigener Erfahrung vielleicht noch ergänzen, ich hatte letztes Jahr ein Thema mit der Achillessehne und bin tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben beim Osteopathen gewesen, konkret hier eine Osteopathin hier in Hamburg, die mir empfohlen wurde. Es haben wirklich zwei Sitzungen gereicht. Ich hatte bestimmt ein halbes Jahr damit zu tun. Ja,
Und dann war es innerhalb von ein paar Wochen weg. Also es war tatsächlich eine Dysbalance, die sich relativ schnell lösen ließ. In dem Fall, deswegen kann ich auch nur empfehlen, ich glaube, einige Krankenkassen übernehmen es auch. Selbst wenn sie es nicht übernehmen, ist eine sinnvolle Investition, sich da mal vor Ort direkt coachen zu lassen. Absolut. Und jeder Osteopath sagt auch von sich aus 3, maximal 6 Behandlungen. Außer denn ihr habt irgendwie wirklich chronische Erkrankungen, dann braucht man natürlich mehr, aber ansonsten 3 bis 6 Behandlungen, dann ist fertig und dann ist gut und dann ist geheilt. Tobias stellt eine spannende Frage. Es geht hier um das Thema Eisbäder und kaltes Duschen. Wird viel in den Medien besprochen. Wie sinnvoll ist das? Ist es wirklich wirksam, deiner Meinung nach? Und wann würde man denn sowas machen, dass man ein Eisbad nimmt oder kalt duscht? Wenn solche Mittel der Regeneration genutzt werden, sollten diese auf jeden Fall in der Vorbereitung durchgeführt werden, damit der Körper dann im Wettkampf nicht mit anderen Situationen konfrontiert wird, wo er dann eventuell auch mit einer Verletzung darauf reagieren könnte im schlimmsten Fall. Also auf jeden Fall in der Vorbereitung damit beginnen, kann man sehr, sehr gut machen, ist ein probates Mittel, wird schon seit langer Zeit gemacht, das Eisbad. Also von daher nichts Verkehrtes und morgens nach der langen heißen Dusche einmal kalt abduschen, tut jedem gut. Und dann konkret Eisbäder nach den Trainingseinheiten. Ja, klar. Wäre die Empfehlung hier, ne? Definitiv, weil dann durch die Belastung sind ja Schlackenendprodukte in den Muskeln drin und dann wird halt über die Gefäßkonstriktion, über die Gefäßverengung und hinterher die Erweiterung der Gefäße wird dann halt schneller das Ganze abgebaut und die Regeneration funktioniert besser. Alexander fragt, was empfiehlst du bei chronischer Sehnenscheidenentzündung der Handgelenke im Krafttraining? Hilft es, hier spezielles Krafttraining zu machen, fragt sie, oder schadet das eher? Lieber Alexander, wenn ich davon ausgehe, dass deine Handwurzelknochen völlig in Ordnung sind und du eine freie Beweglichkeit des Handgelenkes hast, sollte ein Krafttraining völlig ausreichen und auch dann Linderung schaffen. Wahrscheinlich spielt auch die Ursache der Sehnenscheidenentzündung hier eine Rolle, ne? Also viele haben es, glaube ich, durch Büroarbeit, durch die Haltung an Maus und Tastatur. Jetzt kann es theoretisch ja auch sein, dass es vielleicht durch Training kommt, dann wäre sicherlich der Weg ein anderer, ne? Genau, dann wäre ja eine Pause gut, beziehungsweise dann halt einfach mal schauen, ja, was kann ich tun, damit die Unterarmmuskulatur proportional mitwächst. Weil Unterarmmuskulatur, sicher bei den meisten, ist halt nicht so unbedingt trainiert. Ja, und wenn das Thema wäre, da gibt's auch eine Folge, Fitness mit Marc, zu guck einfach mal ins, also falls das Thema ist, Unterarmmuskulatur trainieren, Alexandra, schau einfach mal ins Archiv unter marathonfitness.de/podcast. Da kannst du einfach über die Suchfunktion nach Unterarme suchen und da gibt's auch ein paar Trainingstipps zu dem Thema. Dann fragen Andrea und Doreen, was hilft bei Läuferknie? Vielleicht wäre auch da nochmal interessant, Steffen, wenn du sagst, was ist eigentlich ein Läuferknie und wie beugt man dem denn vor? Ja, wichtig ist halt erst einmal hier klar zu sagen, Läuferknie, was ist das? Im medizinischen, klassischen Sinne ist es halt das Patellasehnenspitzensyndrom. Teilweise wird auch das Läuferknie bezeichnet, wenn es an der Außenseite ist der Tractus iliotibialis schmerzt. Und dann halt von außen so unterhalb des Knies reinstrahlt, als Läuferknie bezeichnet. Und in der Praxis bei mir ist es sogar schon vorgekommen, dass jemand auf der Innenseite, da wo der Pes anserinus, das ist der Krähenfuß, der sich aus 3 Muskeln zusammensetzt, Sartorius, Gracilis und Semitendinosus, das ist der Oberfläche und dann gibt es noch einen tieferen Sehnenansatz am Knie, der sich auf der Innenseite dann dementsprechend zusammensetzt. Und der auch schmerzen kann. Jetzt gehen wir davon aus, dass es halt ein klassisches Patellaspitzensyndrom ist. Da ist auch wieder die Frage, wie sind die Trainingsumfänge? Sind Verkürzungen, Dysbalancen, Beckenschiefstand, Fußmuskulatur? Wie ist da die Stützfunktion?
Und wenn ich jetzt das Thema Dysbalance nehme, ist der hintere Oberschenkelmuskel, ist der stark genug, um das Knie zu halten, oder kommt damit dann eine Antriggerung nach vorne auf die Patellaspitze? Vielleicht ganz kurz noch Patellaspitze. Also Patella ist die Kniescheibe. Genau. Ja. Patellaspitzensyndrom ist, glaube ich, ein stechender Schmerz unter der Kniescheibe, während der Tractus iliotibialis, also das Außenband, was du eben erwähnt hattest, ist, glaube ich, eher ein, ja, so ein dumpfer Schmerz an der Seite, der nicht wirklich so gut zu lokalisieren ist. Ja. Also vielleicht nochmal, dann kannst du das nämlich für dich nochmal nachprüfen. Andrea bzw. Doreen, ihr beide hattet das gefragt. Bei der Außenseite ist ganz wichtig, der Unterschenkel besteht ja aus Schienbein und Wadenbein. Das Wadenbein ist der äußere Knochen, und der äußere Knochen kann über die Fehlbelastung verrutschen. Und wenn dieser Knochen verrutscht ist, funktioniert das Band außen, was Marc gerade gesagt hat, der Tractus, funktioniert da nicht mehr, und dann muss das Wadenbeinköpfchen quasi mobilisiert werden und dann natürlich auch die Oberschenkelaußenseite dementsprechend gedehnt und ausgerollt werden, um eine Linderung zu erfahren. Kann man dem irgendwie vorbeugen? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Mit dem Tractus hatte ich, als ich noch Marathon gelaufen bin, häufiger mal zu tun. Mir haben damals auch die Faszienrolle hat mir geholfen. Einlagen, kommen wir auch gleich noch zu, das Thema Einlagen, gibt es auch eine Frage zu, haben mir geholfen. Was würdest du generell so empfehlen, um diese beiden, ja, Thematiken, also Patellaspitze oder Tractus, dem vorzubeugen? Ganz wichtig sind hier auf jeden Fall Laufübungen. Lauf-ABC, akzentuiertes Laufen, Fußgelenkarbeit, kurze Kontaktzeiten am Boden und ruhig da in der Vorbereitungsphase viel Zeit drauf verwenden. Und beispielsweise, wenn es dann hinterher darum geht, dann schneller zu werden, wenn dann halt 400 Meter Intervalle gelaufen werden, sich da aufwärmen, auf jeden Fall mit Lauf-ABC. Ich denke, da gibt's halt ganz viele Übungen. Das wird gut tun. Und im Nachgang auf jeden Fall viel Dehnen und dann natürlich auch, klar, Faszienrolle, so weiter. Caro fragt, was hältst du von Chiropraktik im Vergleich zu Physiotherapie, Osteopathie? Vielleicht ist auch nochmal interessant, die auch da zu differenzieren, wo ist der Unterschied? Von den beiden hatten wir eben schon drüber gesprochen, zur Chiropraktik. Wo hilft das eine und, ja, wo ist vielleicht die Kombination von allem sinnvoll? Das hören die Chiropraktoren nicht so gerne. Historisch ist es so gesagt worden, dass die Chiropraktik sich aus der Osteopathie herausentwickelt hat, das Einrenken. Die Chiropraktik kann schon mal wirklich sehr, sehr gut helfen und muss auch sehr gut ausgeführt werden, weil ansonsten tatsächlich Schädigungen entstehen können im Kapselbandapparat oder dann halt auch sogar Nervenproblematiken entstehen können, wenn man falsch einrenkt. Ein Osteopath hat es auch gelernt, und da ist dann halt der Osteopath berücksichtigt dann natürlich noch andere Strukturen, innere Organe, Muskulatur und behandelt die dann auch nochmal mit. Denn oftmals ist es halt nicht nur damit getan, jemanden einzurenken, ein Becken oder einen Lendenwirbel einzurenken oder ein Knie einzurenken oder sonst irgendwas zu machen. Das ist nicht immer das einzige Heilmittel. Da darf man noch mehr holistisch, das heißt ganzheitlich schauen, wie funktioniert der Körper. Und ja, eine Kombination von beiden, klar, wenn du genügend Geld hast, auf jeden Fall, unbedingt. Christina stellt eine spannende Frage. Wenn jetzt jemand vielleicht gerade ein Thema hat mit dem Knie und deswegen keine Ausfallschritte oder Kniebeuge machen kann. Sie fragt, welche sind die besten knieschonenden Ersatzübungen für Ausfallschritte und Kniebeuge? Was würdest du da empfehlen? Geführte Übungen im Gerät, das heißt Beinpresse, Beinbeuger trainieren, den Wadenmuskel auf jeden Fall trainieren, Gesäßmuskel trainieren. Wenn du beispielsweise 60 Kilogramm Körpergewicht hast, dass du dann halt über das Gerät dich langsam zu deinem Körpergewicht hinhangelst, dass du das dann wegdrücken kannst, beispielsweise in der Beinpresse. Und dann kannst du auch die Beinpresse wieder im dreidimensionalen Raum ausführen. Und wenn das dann funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall sehr viel Koordination machen. Weil
das, was sie beschreibt, hat, sag mal, die fragt, ist die, der Ausfallschritt. Der Ausfallschritt kann ja nach vorne gemacht werden und nach hinten gemacht werden. Mhm. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise und eine unterschiedliche Anforderung an Nerven, wie das dann umgesetzt wird. Und beim Ausfallschritt ist es einfach eine größere Herausforderung, das Gleichgewicht zu halten. Und also sie fragt, Kniebeuge. Genau, und sie fragt ja nicht danach, eine einbeinige Kniebeuge zu machen, was ja dann nochmal eine Klasse besser wäre. Mhm. Und ein schönes Ziel. Das heißt, konkret beim Ausfallschritt, den sagtest du, kann man nach vorne, nach hinten machen. Machst du dann eine Präferenz? Sollte beides trainiert werden und gut ausgeführt werden. Da gibt es funktionale, ganz tolle Übungen, auch im Einbeinstand als Waage quasi, die man dann halt machen kann, um sich warm zu machen. Also genau, die Standwaage, das wäre dann im Prinzip Hüftbeugung mit einem Bein. Genau, und daraus resultierend dann der Ausfallschritt nach hinten, tief runtergehen, die Kniebeuge machen, mhm, und dann mit dem vorderen Bein so abzustoßen, dass dann die Füße wieder zusammenstehen, sich kurz sammeln und dann halt mit dem anderen Bein dann nach hinten gehen, die Standwaage machen, Ausfallschritt, tief runtergehen, die Kniebeuge machen und dann mit dem vorne stehenden Bein wieder zurückstoßen. Interessant. Julia stellt eine Frage nach Black Rolls, also Faszienrollen. Dann gibt's da ja auch noch Lacrosse-Bälle. Auf der einen Seite kann ich natürlich zum Masseur gehen, mich massieren lassen. Auf der anderen Seite kann ich mir mit Black Rolls und eben Lacrosse-Bällen mich selbst massieren. Ersetzt das eine das andere? Was ist deine Meinung dazu? Und dann fragt sie weiter, tragen diese ja myofaszialen Selbstmassagen zur Regeneration bei oder schaden sie eher? Das Schöne bei diesen Black Rolls oder Grids, die es draußen zu kaufen gibt, du kannst, wenn du dich damit ausrollst, du kannst ja selber die Intensität bestimmen. Gehe davon jetzt aus, beispielsweise die Wade ausrollen, das heißt, du befindest dich im Langsitz, kannst dich abstützen mit deinen Händen hinter deinem Körper und du hast die Möglichkeit, nur ein Bein auf diese Rolle zu legen, um dich dann die komplette Länge des Muskels auszurollen. Natürlich solltest du, das machen viele nicht, unterschiedliche Anteile des Muskels mit ausrollen. Das heißt also nicht einfach nur das Bein auf die Rolle legen, der Fuß zeigt gerade zur Decke oder zum Himmel, sondern dann auch mal den Fuß nach innen reindrehen oder nach außen drehen, um wirklich alle Anteile des Muskels auszurollen. Wenn das angenehm ist, dann wäre die nächste Stufe, indem du beispielsweise, wenn dein rechtes Bein auf der Rolle liegt, dass du das linke Bein überschlägst und dann rollst du das aus, die Wade, die rechte, dann dementsprechend. Und auch da, wenn die Beine übereinander geschlagen sind, hast du die Möglichkeit, den Fuß, den rechten Fuß, also nach innen zu bringen oder nach außen zu bringen, um den ganzen Muskel auszurollen. Damit kannst du nicht schaden, weil der Körper ist nicht fähig, sich selbst zu schaden. Um einen Schritt nochmal zurückzumachen zur Achillessehnenreizung, Entzündung. Das Positive ist, wenn die Achillessehne wehtut, wird sie nicht reißen. Ein Achillessehnenriss kommt immer spontan. Das heißt, du merkst nichts und im nächsten Schritt macht es Peng, diesen Lasso-Knall und dann machst du noch einen Schritt, dann fällst du auf die Nase. Die Frage geht ja noch weiter. Und es ersetzt natürlich keine Massage, weil so wie der Masseur, der Physiotherapeut die Finger einsetzen kann, so exakt, so fein und so gezielt auf die einzelnen Muskelfilamente oder auf die einzelnen Muskelbereiche eingehen kann, das kriegst du so mit einer Rolle oder mit dem Ball nicht hin. Gut, also die Kombo spielt hier eine Rolle und trotzdem hilft die Selbstmassage. Auf jeden Fall. Alle Sportler, wenn du siehst, wenn die im Trainingslager sind, die haben alle ihre Black Roll dabei, die haben alle ihre Bälle dabei und da wird dann halt nach dem Training wird sich halt wirklich immer eine halbe, dreiviertel Stunde wird sich damit selber behandelt. Mhm. Und was ja ganz spannend ist, Profis kommen nie zur Massage. Wenn die was haben, dann haben die was. Also dann wollen die auch wirklich
Hilfe erfahren im Sinne von Einrenken, von Lösen von Verklebungen und so weiter. Nur dass wir am Olympiastützpunkt jetzt hier so klassischerweise massieren, never. Also nicht diese Wellness-Massage, sondern es geht darum, Funktionen wiederherzustellen. Absolut, genau. Ja. Roxanne stellt auch eine spannende Frage. Es geht hier um orthopädische Einlagen. Konkret, Steffen, was ist denn deine Einschätzung bezüglich der Wirksamkeit von orthopädischen Einlagen? Und gibt es eine sinnvolle physiotherapeutische Maßnahme gegen Senk-, Spreiz- oder Knickfüße? Dann sagt er noch, danke und viel Spaß beim Interview. Danke, haben wir. Hey Roxanne, schöne Frage. Vielen Dank dafür. Übungen gegen Senk-, Spreiz- und Knickfüße gibt es? Ja. Und da darfst du sehr fleißig bleiben und da darfst du echt, wenn du so Probleme hast, darfst du dich zum richtigen Dranbleiber entwickeln. Ganz kurze Frage dazu, was wäre denn konkret eine Übung, die Roxanne hier machen könnte, um hier eine Besserung herbeizuführen? Verschiedenste Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Golfball abends vorm Rechner sitzenderweise barfuß mit dem Golfball die Fußunterseite ausrollen, wäre was, weil dies heißt unter dem Fuß, die Muskulatur heißt Plantaraponeurose. Und diese Plantaraponeurose ist schon immer sehr, sehr fest. Und da mit dem Golfball motiviert durchzurollen, bringt schon Spaß, gibt schon Freude im Gesicht. Das wäre das eine. Dann gibt es den sogenannten kurzen Fuß nach Yanda. Da geht es darum, dass wenn du von oben schaust auf deinen Fuß, dass du die Strecke zwischen Hacke und großem Zeh verkürzt. Das wäre die zweite Sache, was du machen kannst. Dann Greifübungen machen mit den Fußfingern. Nimmst du dir eine Tageszeitung oder sonst irgendwie ein Blatt und fängst dann mit deinen Füßen Papierflieger falten. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde ich gerne mal sehen. Und was ansonsten halt auch angenehm ist, du nimmst deine Hand, deine rechte Hand, wenn du deinen linken Fuß behandeln willst, und bringst die Handfinger zwischen die Fußfinger und dehnst das dann auf und mobilisierst damit quasi die Beweglichkeit deiner Fußfinger. Das sind so 3-4 Sachen, da kannst du schon Energie reinstecken. Sollte man auch täglich machen dann, ne? Absolut. Ja. Und dann war ja noch die Frage nach den Einlagen. Ja, orthopädische Einlagen. Meine Erfahrung ist leider, dass das Sanitätshaus an der Ecke in den allermeisten Fällen keine adäquate Einlage produzieren kann. Das reicht als Einlage für den Schuh zum normalen Spazieren, wenn tatsächlich richtig Probleme vorherrschen, dann darfst du schon zum Spezialisten gehen. Und da in deiner Stadt, Roxanne, musst du mal schauen, vielleicht fragst du nochmal Marc und ich kümmere mich mal darum, wer dann in deiner Stadt das gut kann, dass du da zum Spezi gehst. Und dann wäre es halt, das High-End-Produkt der Einlage ist eine sensomotorische Einlage. Und diese sensomotorische Einlagen, die kosten halt 300-400 Euro, je nachdem, nach Stadt und wer sie produziert. Und diese sensomotorischen Einlagen, die bringen dich schon richtig nach vorne. Und ein kleines Geheimnis für deine Crowd da draußen, Marc. Alle Athleten, die wir haben, werden bei uns mit sensomotorischen Einlagen versorgt. Ich habe solche Einlagen auch. Ich kann das bestätigen, die kosten ein paar, ich glaube 250 Euro habe ich dafür bezahlt. Hier in Hamburg kann ich dir eine Empfehlung geben oder allen, die zuhören und solche Einlagen suchen. In Hamburg gibt es den Holger Lütz. Ja, bei dem bin ich seit bestimmt 10 Jahren. Der hat sich spezialisiert auf Sportler, auch Leistungssportler. Der macht genau solche Einlagen. Die stützen gar nicht so viel, sondern die triggern deine Fußmuskeln, damit der Fuß sich selbst stützt. Genau. Und fühlt sich auch sehr angenehm an. Also ich trage die Dinger gerne und kann das nur empfehlen. Gut, Wolfram fragt. Wolfram hat ein Taubheitsgefühl auf seiner linken Seite, weil er dort eine Lähmung hat.
Und gibt es da etwas, was man dagegen tun kann? Ja, die Lähmungsgeschichte ist halt sehr oberflächlich gefasst. Ist es der Arm? Ist es das Bein? Was kann er nicht generell, wenn eine Lähmung da war? Von woher ist die Lähmung gekommen? Das sind jetzt so Fragen, die ich mir gerade stelle, um Wolfram zu helfen. Ist es jetzt halt tatsächlich eine Nervenläsion gewesen? Ist es halt ein Bandscheibenvorfall gewesen? Ist es eine zentrale Geschichte gewesen, die Lähmung? Ist es eine Lähmung, die entstanden ist durch eine Operation? Was sind die Schmerzen? Sind es halt Missempfindungen, Kribbelparästhesien? Und da gibt es verschiedene Sachen. Nur wenn der Nerv wirklich einmal richtig geschädigt ist, dann gibt es nur wenig Aussicht auf Erfolg. Ansonsten, was du machen kannst, ist halt mit dem Igelball die Taubenareale massieren. Du kannst mit halt heiß-kalten Bädern Sachen machen. Ja, und ansonsten, ja, glaube ich, kann ich da nicht mehr zu sagen. Kommt tatsächlich drauf an, ne? Das müssen wir vor Ort gucken. Ja. Ja. Spannende Frage von Sibylle. Was hältst du von Barfußschuhen? Helfen sie schneller zu joggen? ja, geile Frage. Nee, also ich habe selber Barfußschuhe und ich trage die auch ganz gerne. Es ist auch ein schönes Gefühl an den Füßen, dass sie dich jetzt schneller machen. Nein, das nicht. Was hältst du generell davon? Da gibt's ja auch Menschen, die sagen, ja, das führt zu Überlastungen und so weiter. Dann gibt's andere, die sagen, nein, das ist gerade sehr gut für die Muskulatur. Geht ja auch ein Trend immer mehr dahin. Nike Free zum Beispiel oder andere Hersteller haben ja auch eher so Modelle, die immer weniger stützen, die vielleicht mehr noch in die Richtung Barfußlaufen gehen. Dann gibt's die ganzen Spitzensportler, die Kenianer, die sowieso nur barfuß trainieren. Im Wettkampf dann von den Sponsoren die Schuhe anziehen. Was würdest du sozusagen dem Hobbysportler hier empfehlen? Der Barfußschuh reicht schon aus, wenn ihr den anzieht, wenn ihr zu Hause seid oder so spazieren geht, einkaufen geht oder sonst was macht. Es ist immer die Frage nach der körperlichen Konstitution. Also wie ist mein Körperbau? Wenn ich jetzt beim Hannover-Marathon die Kenianer mir anschaue, weiß nicht, die haben halt gerade ihre 50 Kilo. Die haben, die Wade ist ja quasi gar nicht vorhanden. Es ist ja auch nachgewiesen, dass die kenianische Wade circa 120 Gramm leichter ist als eine normale Europäerläuferwade. Das heißt, beim Marathon pro Seite 20.000 Schritte mal 120 Gramm weniger Muskelkontraktilität mal 2 ergibt einfach ein ganz anderes Laufergebnis als bei einem klassisch weißen Läufer. Und dann gibt es halt Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass der Hackenknochen bei den afrikanischen Menschen ausgeprägter ist. Das heißt, die Sehne hat einen anderen Hebel. Der Hebel ist größer. Und deshalb können die einfach schneller laufen. Und die Kenianer, die ich jetzt alle schon unter meinen Händen hatte, sind ganz anders als ein Europäer. Kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Also ist das eine Trainingsfrage oder ist das eine Veranlagungsfrage? Also sicherlich eine genetische Prädisposition. Also ein Kenianer hat vielleicht so ein Becken, also ich zeige Marc gerade einen Abstand so von 35, 40 Zentimetern. Da kommen wir beide, also ich sowieso nicht, weil ich bin groß gewachsen, kommen da nicht hin. Und wenn ich das als Vorbild nehme, ja, kann ich da einfach nicht mithalten. Und das gilt es halt für jeden, sich bewusst zu machen, wenn er halt seine Marathonzeit verbessern will. Und Barfußschuh, darauf zurückkommen, das ist für die meisten nicht sinnvoll, in einem Barfußschuh lange Läufe zu machen. Es gibt sicherlich sicherlich sehr erstrebenswert, auf dem Vorfuß, Mittelfuß zu landen und damit möglichst kurze Kontaktzeiten zu haben und den Körperschwerpunkt immer möglichst gerade zu halten und ein aufrechtes Becken zu haben. Und damit sind die meisten schon, wenn ich die meisten Läufer bei uns am Marché sehe, schon gut mit beschäftigt. Okay, also sprich,
konkrete Empfehlung an der Lauftechnikarbeit. Absolut. Barfuß ja, nur nicht unbedingt auf den langen Strecken, vielleicht bei kurzen Läufen oder in der Freizeit. Genau, ja. Ich liebe auch Barfußschuhe, ich trage die auch gerne. Auf langen Läufen habe ich allerdings auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Sprich, führt er dann eher zu Überlastung. Insofern wäre da auch meine Empfehlung aus meiner Erfahrung, da vorsichtig zu sein. Aljoscha stellt die Frage nach der Kraniosakraltherapie. Was ist das und was hältst du davon, Steffen? Die Kraniosakraltherapie setzt sich zusammen aus dem Wort Kranio, Kopf, und Sakral, Kreuzbein, also eine Kopf-Kreuzbein-Therapie. Der Kopf, das Kranium, setzt sich zusammen aus 22 teils paarig angelegten Knochen und hat über das Rückenmark und die rückenmarksumgebende Haut eine Verbindung zum Kreuzbein. Und wenn die Kopfknochen behandelt werden, hat es eine Auswirkung auf den ganzen Körper. Davon geht man halt aus, weil im Kopf gibt es verschiedene Strukturen und Ströme. Also Ströme in Form von Bewegungen, keine elektrischen Impulse, was ich da jetzt meine. Und die haben, und da kann man über die Therapie die einzelnen Schädelknochen voneinander lösen, dass es so zu einem sogenannten Aufatmen der Schädelknochen gegeneinander kommt. Und das hat dann eine Auswirkung aufs Kreuzbein, und ich kann auch über das Kreuzbein arbeiten, um dann halt das Rückenmark so zu irritieren, dass sich auch am Kopf was verändert. Ist halt eine sehr, 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 sehr sanfte Therapie, bedarf ganz viel Einfühlungsvermögen in den Patienten, tolle Therapieform und ist ein schönes Ding. Und jeder darf sich überlegen, was habe ich gerade und kann es tatsächlich dann helfen bei meiner Problematik. Gibt es spezielle Fälle, wo Kraniosakraltherapie besonders gut wirkt? Gibt es so konkrete Empfehlungen, wo du die klassischerweise eben auch empfehlen würdest? Generell, wenn Körper sehr gestresst sind, kann man das sehr gut machen. Migräne, Kopfschmerzen, also Augenprobleme, Hörprobleme, Kiefergelenksbeschwerden, solche Sachen sind dafür dann geradezu prädestiniert. Und einfach auch halt, um Stress aus dem Körper rauszukriegen. Okay, also im Prinzip fährt auch das Nervensystem runter. Ja, weil das ist das eine System. Es gibt, der Nerv ist in einer Nervenscheide. Und darum ist halt eine Nervenflüssigkeit. Und innerhalb des Kopfes ist halt quasi der Stausee der Nervenflüssigkeit. Und wenn ich die Kraniosakral behandle, dann bewirke ich quasi einen schnelleren Austausch innerhalb des Nervenwassers, sag ich mal. Jetzt wisst jeder, was gemeint ist, also das Wasser, was zwischen Nerv und Nervenscheide ist. Und das kann man dadurch dann schneller austauschen, ja. Martin hat noch so eine generelle Frage. Was sollte man tun, wenn man eine Auffälligkeit bemerkt? Er nennt hier als Beispiel Instabilität im Knie, Schmerzen in der Schulter und so weiter. Vielleicht wäre hier auch nochmal interessant, ja, jeder, der schon länger trainiert, kennt den Unterschied. Nur Leute, die gerade anfangen, dürfen hier vielleicht noch mehr auf ihren Körper lernen zu hören. Zwischen dem Muskelbrennen, das ich halt beim Krafttraining oder auch bei intensiven Belastungen ja auch fühlen will. Und auf der anderen Seite klaren Signalen meines Körpers, hier ist eine Grenze überschritten, hier gehe ich in die Überlastung, hier pausiere ich lieber. Also woran erkenne ich den Unterschied zwischen der Belastung, die ich haben will, und der Überlastung, wo mein Körper mit mir redet? Und zweitens, was tue ich da, wenn mir das auffällt? Wenn tatsächlich eine Schädigung des Körpers vorliegt, ist der Schmerz oder das Gefühl, nicht weitermachen zu können, so groß, dann weißt du definitiv Bescheid. Wenn du jetzt einfach, nehmen wir das Beispiel Arme, so viel Arme trainierst, indem du Pyramidensätze machst, du gehst schon abends aus dem Studio raus und fasst das Lenkrad nur noch unten rum an und freust dich, dass du die Arme nicht mehr hochnehmen kannst, dass du dann so nach Hause kommst und am nächsten Morgen überlegst du dir auch, naja, jetzt eine Tasse Kaffee oder doch lieber erst heute Mittag. Dann ist es halt eine Überlastungssituation und dann machst du einfach ein bisschen Pause.
Und dann bist du einfach so übersäuert und dann kannst du halt über Regeneration arbeiten und dann kannst du halt einfach weitermachen, wenn es dir wieder gut geht. Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist, wie ich das beantwortet habe. Vielleicht noch so ein Tipp auch, wenn es schlimmer wird durch die Belastung. Also wenn ich einen Schmerz fühle und er wird mit jeder Wiederholung beziehungsweise jeder Übung oder jedem Training schlimmer, dann wäre das auch ein Indiz dafür, dass das eher der negative Schmerz ist. Genau. Die letzte Frage ist von Sascha. Er sagt, Muskeln wachsen im Schlaf. Stimmt. Doch was ist der perfekte Untergrund zum Schlafen? Eine weiche Matratze oder lieber ein harter Boden? Viele schwören ja auf das eine und andere schwören auf das andere. Was empfiehlst du hier? Ich mache mir das wirklich einfach. Die meisten, die früher zu mir in die Praxis gekommen sind, haben einen so weichen Körper, dass sie einfach halt da mehr trainieren könnten oder sollten. Was heißt das jetzt? Wir leben in einem Zeitalter, da ist halt so viel Schlafkultur vorhanden und wir bewegen uns im Allgemeinen so wenig. Allein wenn wir 300 Jahre zurückgehen, da gab's das noch alles gar nicht. Ja, da hast du da dein Heubett gehabt, wenn überhaupt. Und in den Häusern, die Kammern, das war alles andere. Und die Menschen haben halt auch gelebt. Gut, die Aufzeichnungen sind nicht da, wie viele Rückenschmerzen die hatten oder halt auch nicht. Aber die meisten halt heute Sport machen und einfach in den Körper hineinhören. Sascha, was fühlt sich für dich gut an? Und da solltest du auch nicht die Verantwortung ins Außen geben, was ja auch viele tun. Ne? Die gehen zum Arzt und sagen, boah, was habe ich denn? Sondern einfach da wirklich auf sich selbst hören und selbst die Verantwortung übernehmen für einen gesunden, starken Körper. Und da du ja hier Marc verfolgst, tust du das schon ganz gut und nimm die Matratze, mit der du dich wirklich wohlfühlst. Das passt eigentlich ganz gut, der Griff zeitlich in die Vergangenheit, Steffen. Du bist ja jetzt schon viele Jahre im Bereich Gesundheit und Fitness unterwegs, hilfst schon seit fast 2 Jahrzehnten Menschen dabei, ihre körperlichen und auch mentalen Hürden zu überwinden. Ich bin sicher, du hast viele Trends erlebt in der Zeit, Trends, die kommen und gegangen sind. Was sind denn so Themen, die heute immer noch gelten, wie vor 20 Jahren, als du gestartet bist, damals mit dem Leistungssport auch? No pain, no gain. Wenn du wirklich was erreichen willst und definierten Körper haben möchtest, dann darf es brennen. Dann darf es auch mal wehtun. Ich finde es immer so wunderbar, den Klassiker, wenn mich dann halt Patienten gefragt haben, auch als ich in der Reha gearbeitet habe. Ja, aber nicht, dass ich dann hinterher so so dicke Adern habe oder dass ich dann halt so dicke Oberarme habe, Herr Krasaleski, das möchte ich nicht. Um das tatsächlich zu bekommen, da darfst du schon ganz schön viel Schweiß und Energie reingeben in dein Training und das darf dann schon ordentlich brennen. Also das ist nach wie vor geblieben. Ja, das ist und was ist gegangen? Es ist halt immer wieder was wiederkommt. Was ich heute weiß, was mich echt umhaut, ist, wie sehr die Ernährung mit einer guten Figur zusammenhängt. Und der andere Faktor, was ich halt mega finde und da könnt ihr so viel draus ziehen, ist der mentale Faktor. Lass uns den mal konkretisieren. Du betreust ja auch die Leistungssportler. Was sind so mentale Hürden, die du bei denen feststellst? Und was macht eigentlich diese mentale Stärke aus, die ein Leistungssportler braucht und ihn erfolgreich macht? Vielleicht hast du auch ein paar Beispiele aus deiner Praxis da, von denen wir auch lernen können. Wichtig ist, was alle machen, ist, sie meditieren täglich und sie arbeiten, wenn sie mit mir arbeiten, auch häufig mit Trancen zusammen, mit Regenerationsgeschichten. Und was ich dann halt immer noch mal mache, ist, dass ich halt viel mit Bildern arbeite. Das heißt, dass sie sehen, wie sie auf dem Treppchen stehen, dass sie sehen, wie sie Erfolg haben. Ob das nun im Rudern ist, dass sie die Bootslänge oder die Luftkastenlänge Vorsprung haben oder dass sie erfolgreich von der Matte gehen.
Das sind die einen Sachen und so ganz konkrete Sachen ist halt einfach Nervosität überwinden und trotzdem den Fokus halten und nicht beim Kampf im Judo beispielsweise. Er muss nicht erst auf der Matte gelegen haben, damit er wach ist und im Kampf ist. Und es gibt halt immer wieder mal Menschen, die sind dann erst wach, wenn es einmal wehgetan hat, dass sie dann halt richtig funktionieren. Ansonsten geht es halt oftmals darum, immer wieder fokussieren, immer wieder durchgehen, den 100 Meter, den 400 Meter Lauf zu machen oder im Tennis. Da arbeitet man dann halt, der Ball kommt auf mich zu und ich mache den Ball viel größer, dass ich ihn besser treffe. Solche Sachen. Ne? Mhm. Da so mental Fokus halten. Ja. Also Fokus auf das, was du wirklich willst. Auf das Ziel, auf das Ergebnis. Auf der Matte landen ist ja auch eine schöne Metapher. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal was vorgenommen, sei es im Training, sei es in der Ernährung oder sei es irgendwo anders im Leben. Es hat halt nicht so geklappt wie geplant. Wir können halt nicht alles kontrollieren und das ist auch okay so. Wie hilfst du deinen Athleten dabei, mit Rückschlägen umzugehen? Oder was wäre so, ja, vielleicht eine Strategie, die du unseren Hörern auch mitgeben kannst? Der Klassiker ist ja, du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Nur das ist ja schon so platt, das will ja keiner mehr hören. Wir leben ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und alle wollen Erfolg haben und schnellen Erfolg und das Konsumieren ist ja immer jetzt sofort gleich ich. Und das ist etwas, was halt nicht funktioniert. Und gerade im Trainingsbereich, da darf man auch mal einen Niederschlag haben. Und ich denke, für jeden Menschen ist es dann eine Stärke, lass mich ruhig dieses Wort nehmen, in Liebe sich selbst annehmen und wirklich mal anschauen, was ist mir denn da gerade passiert? Und in dieser Situation die einzelnen Gefühle durchleben und aus dem Gefühl, was weiß ich nicht, du hast dich verletzt und dann bist du wütend, aus dem Gefühl der Wut, das Ganze zu transformieren und daraus neue Kraft zu schöpfen und dann im Schritt, das wäre dann halt wieder das Aufstehen, du hast deine Pinnwand, du hast dein Vision Board, du guckst dich an, wie du aussiehst, wenn du den perfekten Körper hast und sagst, okay, ich kann jetzt momentan nicht Beine trainieren, ich kann jetzt trotzdem meinen Bauch trainieren, ich kann meinen Rücken trainieren, ich mache weiter und ich verfolge mein Ziel und ich nehme diesen Rückschlag vermeintlicherweise an und bin dankbar dafür. Das ist schon eine absolute Herausforderung und wenn ich das jetzt so vermeintlicherweise leicht sag, könnt mir glauben, ich weiß selber, was es heißt, mit Niederschlägen umzugehen und wäre mein bester Tipp für euch. Ich hoffe, das ist okay. Zum Ende möchte ich noch mal kurz zu dir kommen, Steffen. Gibt es ein oder zwei besondere Erfolge aus deiner Laufbahn, die du vielleicht noch mit uns teilen kannst? Was fällt dir da als erstes ein? An eines der Dinge, die ich da gerade denke, Marc, ich tue mich immer ganz schwer. Ich bin immer so sehr zurückhaltend. Weil es ging in dem Fall um eine Wassersportlerin, die halt ein Kanu braucht, um erfolgreich zu sein, die aus Berlin zu mir gekommen ist und die 8-9 Wochen in Berlin schon betreut worden ist und nichts half. Und sie kam aus Hannover und ich hatte ihren Vater in Behandlung und der hatte gefragt, Mensch, könnten Sie sich mal meine Tochter anschauen? Und sie ist dann halt zu mir gekommen und ich habe halt eine halbe Stunde gebraucht und wir haben vorher vereinbart, die Bewegung, die sie ausführen muss, ist halt die Bewegung, um in ihr Boot zu kommen. Und nach einer halben Stunde konnte sie diese Bewegung durchführen und die ist mir in der Behandlung völlig entgleist und dieser Gedanke daran, da kriege ich jetzt irgendwie noch Gänsehaut, da wird mir ganz ganz anders. Die hat so geweint, weil sie es überhaupt gar nicht begreifen konnte, dass sie mehrere Wochen in Berlin behandelt wurde und keiner konnte ihr helfen und dann ist sie bei mir und
was mir wichtig ist, halt, es geht mir nicht um mich, sondern es geht mir halt einfach um wow, ich durfte helfen. Und die hat so geweint und es war ein so berührendes Erlebnis. Und sie ist halt jetzt Weltmeisterin und einfach, das ist einfach halt so Sachen in meinem täglichen, also es passiert nicht täglich, aber das ist halt, sind halt so Sachen, dafür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen, da zu sein für die Athleten und immer wieder neugierig zu sein und wirklich zu hinterfragen, boah, was ist das jetzt, was hat derjenige und wie kann ich ihm helfen, wie kann ich das Werkzeug sein, um ihm zu helfen, dass er wirklich seine Leistung entfalten kann. Und das ist, da empfinde ich eine so tiefe und extreme Dankbarkeit. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Gibt es etwas, was du glaubst, was nur wenige Menschen glauben? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir sehen. Ja, vielen Dank, Steffen. Hat mir großen Spaß gebracht, dich, und es ist mir eine Ehre, dich hier als Gast gehabt zu haben. Wo finden Menschen dich, wo finden unsere Zuhörer dich am leichtesten, wenn sie jetzt mit dir in Kontakt treten wollen? Meine Internetseite ist mysportcoach.eu. Da findet ihr mich, da habt ihr dann auch alle Kontaktdaten. Wenn irgendwie Anfragen sind, am besten per WhatsApp oder SMS. Das geht dann für mich am leichtesten zu beantworten oder per Mail. Weil wenn ich behandle und bei den Sportlern bin, dann kann ich nicht ans Telefon gehen. Da sind alle Kontaktdaten da drin. Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein großes Vergnügen, hier deine Community kennenzulernen, Fragen beantworten zu dürfen. Und ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, Steffen. Schön, dass du hier warst. Alle Infos und auch mal nochmal den Link zur Website von Steffen Grasaljewski findest du in den Shownotes unter marathonfitness.de/podcast. Und ich werde im Nachgang auch noch ein paar Buchtipps von dir einsammeln, Steffen, für diejenigen, die zuhören, die auch im Thema Mobilität oder anderen Themen, die wir hier besprochen haben, vielleicht auch mentale Themen sich noch fortbilden wollen und einfach damit beschäftigen wollen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Training die nächste Woche. Bleib fit, bleib gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. FMM wie Fitness mit Mark und dann buch.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen,
denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.